Ja, hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu The Hunter. Und heute ist der 1. Mai und heute geht offiziell die Bockjagd los. Und ich habe einen Gast dabei, und zwar Bonito. Hallo Uwe. Moin moin. Ja, wir machen heute Bockjagd. Wir nehmen nur Bockflinte mit, dann den Raycaller und Geruchsreduzierer, ist ja soweit klar. Und sonst nichts. Halt, das brauche ich nicht. Der Windindikator, wo ist mein Geruchsreduzierer? Hier. Aber wir wollen nur Böcke schießen. So, und wie läuft das ab? Wir marschieren einfach los, machen immer wieder einen Cut zwischen den Aufnahmen und holen euch dazu, wenn wir einen Bock haben. Ja, genau, so machen wir das, gell? Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut. Schießen doch mal abwechselnd, wir bleiben zusammen. Und dann einfach mal schauen, was wir so heute erwischen. Gut, ja, dann, Weidmann Zeit, Uwe. Ja, Weidmann Dank und Weidmann Zeit auch zurück. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe hier noch eine Spur. So, meine Freunde, das sind wir auch schon wieder. Wir haben die erste Spur von einem Reh. Die Losung hat angezeigt 6 bis 31 Minuten, also sehr nah. Und wir versuchen, diesen Rehbock anzulocken. Uwe geht jetzt vor und callt den mal. Schauen wir mal, was wir hier haben. 20 bis 30 Kilo. Durchgehender Kreis. Ich bleibe jetzt mal hier. Meinst du, der kommt? Ja, wenn wir Glück haben, ja. Dann lass uns doch an der Kuppe bleiben. Dann zählen wir nämlich runter. Ah, das stimmt, das können wir machen. Hast du da nochmal eine Spur irgendwo gesehen? Hier links war eben eine, aber die hat es glaube ich auch mitgenommen. Ja, die habe ich jetzt mitgenommen. Da unten ist die nächste, der läuft hier in die Richtung. Ja. Ich behalte schon mal ein bisschen im Auge, vielleicht ist er. Ja, ich. Vielleicht kann. Der ist weiter in die Richtung. Runter zum Feld? Ja, sieht so aus. Kann das natürlich möglich sein, wenn er kommt, dass er gleich schon, dass du den schon siehst gleich. Ja, ich bin jetzt gerade am Gucken. Aber ich sehe jetzt noch nichts. Mal kurz, ups. Mal kurz schauen. Ne, also ich sehe noch nichts. Ja, Leute, wir bleiben dran und melden uns, sobald wir den vor die Flinte bekommen oder in Sichtweite haben. Bis nachher. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder und wir hören etwas. Irgendwo läuft was. Da links. Da, ich sehe ihn. Ich habe ihn. Boah. Sehr schön. So, unseren ersten Rehbock. Das war jetzt ganz knapp. Ich wollte eigentlich dir den ersten Schuss lassen, aber ich glaube, das wäre zu kurzfristig gewesen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist ja dein Server, so. Hier, dein Let's Play. Was haben wir? 99er. Unter 100. Naja, aber ein Rehbock. Aus 5,1 Meter. Also viel dichter wäre, glaube ich, nicht mehr gekommen. Nein, viel dichter nicht. Cool. Der erste Bock haben wir. Machen wir noch eine Aufnahme davon. So, gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Bis nachher. Bis gleich. Ja, Leute, und da bin ich nochmal. Hier haben wir einen Hirschen stehen. Den schießen wir aber heute nicht, denn wir haben keine Munition und Waffen dafür dabei. Wir sind ja rein auf Bockjagd. Aber so groß ist der eh nicht. Bis 245 wird er mal angezeigt. Aber schade eigentlich. Da reut es mich jetzt schon wieder, dass ich nicht die richtigen Waffen dabei habe. Ah, Uwe. Warum hast du mich nicht überredet? Nein, heute ist Bockjagd. Wir dürfen nichts anderes mitnehmen. Okay, gut. Ja, wir melden uns dann später wieder, wenn wir was haben. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben Call von einem männlichen Rehbock. Der müsste hier rauskommen. Männlicher Rehbock. Gibt es weiblichen Rehbock? Verdammt nochmal. Also von einem Rehbock. Müsste hier irgendwo rausgepaced kommen. Den wird Uwe dann schießen. Uwe bitte erst dann, wenn ich den dann im Fernglas habe, dass die Leute den Abschuss sehen. Ja, alles klar. Liegst du? Da kommt er, ich sehe ihn. Ja, da ich ist hab ihn er. Auch gesehen. Okay, ich habe ihn im Target, also du kannst ihn schießen.
100 bis 200, das ist cool. Rüssel meiner. Jetzt beeil dich aber, Uwe. Kann schießen, ja, ne? Ja, dann schieß, schieß einfach. Hol dann. Schön. Jawohl. Hat sich hingelegt. Aber in Zeitlupe irgendwie. Ja, das ist bei mir auch gewesen. Ja. Gut, ja, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Dann haben wir unseren zweiten Bock für heute, am 1. Mai. Ja, der ist größer wie der erste, was wir hatten. Aber wir wollen auch schon Gruppenfoto, ne? Ja, ja, mach du einfach. Kann er auch die Flinte in die Hand nehmen. Hundertsiebenundvierziger, 51er CSS, cool. Das geht schon, ne? Ja. Jo Leute, also unseren zweiten Bock heute, da gibt's echt gut was in die Pfanne. Oh, wie ihr guckt. So. Foto ist gemacht, sehr gut. Schön. Jo, dann werden wir gucken. Weil da war ja noch eine Spur und die ist noch da. Oh, da hinten läuft irgendwas. Mal eben schauen. Oder ist das eine... Ach, ne. Oh, ein großer Hirsch. Eieieiei. Nein, echt wo? Genau an der Straße lang hinten. In diesem kleinen Waldstück. Bis 280 zeigt er an. Wow. Ja, da haben wir wieder eine... Wow, der schaut... Oh, schaut der... Wow. Wir haben vorhin noch gesagt, es kommt bestimmt der größte Hirsch und der schaut so aus, wie wenn er mein größter Hirsch wäre, wo ich bis jetzt geschossen habe und jetzt kann man nicht schießen. Krass. Da, boah, hat der ein Geweih. Ja Leute, das schaut mal. Ja, aber heute ist 190 bis 280. Ja. Boah, das ist ein Riesengeweih, wenn er herguckt. Boah. Der sieht schon gut aus, ja. Ja, aber der hat Glück. Zeit. Ja, der hat Glück heute. Jo, wir sehen uns dann nachher beim nächsten Rehbock. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Den nächsten Call bekommen von einem Rehbock. Jetzt hätte ich gleich wieder, jetzt hätte ich schon wieder männlichen Rehbock gesagt. Das mal wieder aber aufpasst. Ja, jetzt warten wir einfach mal ab, bis der kommt. Und dann schieße ich diesmal wieder. Mal gucken, da tut sich nichts bis jetzt. Das Komische daran war, ich habe den Call bekommen, Uwe wieder mal nicht. Aber mal gucken. Dem, 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 dem. Ich call mal nochmal. Problem ist, den sieht man wahrscheinlich erst recht spät durch die Bäume. Das denke ich auch. Oh, da hinten habe ich was gesehen. Ja, da, okay. da rechts ist er. Hast du jetzt den Call? Ja, den Call habe ich jetzt und das ist auch kein so schlechter, wie der aussieht. Der kommt recht langsam. Bis 225 zeigt er an. Ich sehe ihn noch nicht. Aber den sehe ich. Die sind jetzt rechts hinter der Tanne, kommt davor. Nein, ich sehe ihn noch nicht, aber warte mal. Muss vielleicht ein Stück runtergehen, aber jetzt kommt er ein bisschen schneller. Alles klar. So, gut, dann wollen wir mal. Sehr schön. Leckt im Knall. Schön. Gut. Weidmannsheil. Danke. Weidmanns Dank. So, dann schauen wir mal, was das für einer ist. Schön, der dritte. So, dann schauen wir mal. Du meinst, der ist größer wie der andere?
Ich glaube schon, 147 war der letzte. 153, oh ja, der ist schöner. 32 Kilo hat er. So, oh, jetzt habe ich lauter Ding. Ja, genau, genau. Oh, das ist cool. Warte mal, ich muss den mal noch etwas bewegen. Genau, den bewegen wir noch. Ah, nicht so, komm. Nein, oh Mann, ich hasse das. Wieder bewegen das Ding da. So, dann noch Waffe in die Hand. Wieder zurück. Dann machen wir mal schon Foto. So, schön, cool, ja, super. Fein. Genau. So, dann geht's mal weiter und wir melden uns dann, wenn sich wieder was tut. Bis nachher. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon wieder und ja, wir wollen eigentlich jetzt hier einen Cut machen, also sprich aufhören, damit ich das Video heute noch hochbringe. Oliver, vielen Dank fürs Zuschauen. Uwe, auch danke an dich, dass du mitgemacht hast. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Ja. Ja, 1. Mai, Reebok. Erfolgreich bestanden. 3 Stück. Und war echt schön, echt cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, hast du noch irgendwas loszuwerden, Uwe? Nö, ich bin wunschlos glücklich, so wie es ist. Echt, wow. Also, dann peile ich die Million jetzt für mich. Ja, alles klar. Nein, Schmann. Okay, ja, danke Uwe. Danke ja, euch fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und ja, genau. Ach ja, und dann noch was. Irgendjemand, ich merke mal solche Namen nicht. Gestern bei dem Video mit Gänse, ich habe aus Versehen die 300er geschossen. Also ich muss ja sagen, ich kenne bei The Hunter keinen, der was schon mal mit einer falschen Waffe auf ein Tier geschossen hat. Sowas kommt einfach vor. Und man braucht ja dann nicht gleich irgendwie ausgeschimpft werden. Und Uwe, das ist doch dir auch schon vorkommen, gell? Auf jeden Fall. Ja. Des Öfteren schon. Genau, das ist einfach im Eifer des Gefechts, da ist es einfach normal, dass sowas passiert. Man hat einfach normalerweise die Waffe immer da auf der Ding liegen und zufälligerweise war ich vorher woanders beim Jagen und da hatte ich die 300er noch drin. Und das war halt einfach mein Fehler, mein Gott, sowas kommt vor. Also gut, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jo, ciao.